Liebe Schwestern und Brüder, die Familie Jesu will ihn mit Gewalt zurückholen. Das Wort, das da steht, kann man übersetzen mit Herr sein wollen oder Chef sein wollen, in Besitz nehmen wollen, ergreifen, Hand an jemanden legen, um ihn in seine Macht zu bekommen. Und ihr Lieben, das ist etwas, was wir kennen. Also wenn wir uns auf dem Glauben, wenn wir uns im Glauben bewegen, wenn wir im Glauben Fortschritte machen, dann ist es immer wieder die Gefahr, dass die Welt versucht, uns auf den Boden ihrer Tatsachen zurückzuholen. Komm mal runter. Mach mal halblang. Es ist so, dass die Reaktionen auf unseren Glaubensweg oft nämlich ähnlich sind. Die Menschen sagen, naja, der ist von Sinnen, der ist bestenfalls noch naiv. Oder es wird so ein bisschen hingestellt wie so eine Wellnesskur für die Sinne, so eine Wellnesskur für die Seele. Ja, das ist wie so eine Massage, ja, wenn es gut für dich ist. Wenn die Massage gut für dich ist, dann mach's halt. Wenn jemand Jesus wirklich mit Haut und Haare nachfolgen will, dann werden Menschen hellhörig und versuchen, denjenigen auf den Boden ihrer eigenen Tatsachen zurückzuholen. Ich sage bewusst ihre eigenen Tatsachen, denn es sind nicht die Tatsachen und nicht die Realität Jesu. Ich erlebe, wenn ich mir das so anschaue, auch bei mir selber natürlich immer zwei Gefahren. Die erste ist, dass wenn wir wirklich im Glauben vorwärts gehen, dass wir schon ein bisschen komisch oder verkorkst werden können. Das gibt es schon auch, diese Gefahr. Es gibt schon auch Menschen und auch in mir gibt es Elemente, die sich im Glauben eher flüchten. Also da, wo man weniger gesellschaftsfähig ist oder da, wo man weniger sozial ist, dass man im Glauben versucht zu kaschieren. Das gibt es bei Menschen, das gibt es auch in meinem eigenen Herzen, dass wir den Glauben vorschieben, um uns vor etwas zu drücken. Das kann schon sein, das gibt es schon manchmal, das ist sicher auch eine Gefahr. Die Lösung dafür ist meines Erachtens immer wieder ein Ansprechpartner, immer wieder andere Freunde im Glauben, die einen auch kritisieren dürfen. Geistige Begleitung, jemanden, mit dem man über den Glauben reden kann, jemanden, mit dem man sich über den Glauben austauscht. Es braucht eine gewisse Bindung, dass man auch auf ihn hört. Es gibt aber nicht nur die, die sich in den Glauben flüchten, sondern es gibt auch das andere Extrem und das auch ist auch in unser aller Herz zu finden. Manchmal schieben wir den Glauben vor und flüchten uns in den Glauben. Manchmal, und das ist meines Erachtens sogar öfters in unserem Breitengraden, also zumindest bei mir, dass wir aus Menschenfurcht, Unsicherheit oder fehlender Tiefe zu wenig in diesen Glauben investieren. Weil nämlich sehr schnell in uns und um uns Elemente oder Menschen kommen, die sagen, komm mal auf den Boden zurück, mach mal halblang. Jesus, alles halb so wild. Also dass dem Reich Gottes Gewalt angetan wird, dass es in dieser Welt schon um einen Kampf geht, der auf Besitz aus ist, das darf man nicht vergessen. Also um deine Seele kämpfen verschiedene Mächte, um sie in Besitz zu nehmen. Und das muss man noch nicht einmal den Teufel an die Wand malen zuerst, sondern da geht es auch erst einfach mal um soziale Medien, Computer, Fernsehen. Jeden Abend findet in deinem Wohnzimmer ein Kampf statt, ob die Medien und die täglichen Nachrichten dein Herz in Besitz nehmen dürfen oder der Herr. Jeden Abend. Jeden Abend stellt sich bei mir im Herzen diese Frage, in was investiere ich? Lasse ich mich mit Gewalt auf den Boden der menschlichen Tatsachen zurückholen oder lasse ich mich auf die Realität Gottes zurückholen? Auf seine Liebe, auf seine Anwesenheit, auf seine Größe. Und es besteht heute schon die Gefahr, dass wir auch dem Reich Gottes diese Gewalt antun lassen. Es besteht die Gefahr, dass wir uns lieber zum Kaffeetrinken treffen, als um über den Glauben zu reden. Es besteht die Gefahr, dass man den Pfarrer eher einlädt zum Kaffeetrinken, als für die Seelsorge. Es besteht die Gefahr, dass man Wunder Jesu heute nicht mehr erwartet. Es besteht die Gefahr, dass wir in unserer Bequemlichkeit uns einrichten. Diese Gefahr ist definitiv da. Der Glaube muss also bodenständig bleiben. Mina, kannst du mal kurz kommen? Ich brauche mal kurz ein
jemand, der das veranschaulicht. Der heilige Don Bosco hat immer gesagt, der Glaube zeigt mal deine zwei Füße. Genau. Der Glaube muss immer mit zwei Füßen, also wir müssen mit zwei Füßen auf dem Boden stehen. Das ist die Vernunft und die Beziehung zu Christus. Und der Kopf muss im Himmel sein. Okay? Also wir brauchen nicht auf Wolke 7 schweben, wir dürfen mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, mit beiden Beinen unser normales Leben leben, aber der Kopf muss nach oben zeigen, muss in den Himmel zeigen. Okay, das ist auch schön bei uns Menschen, dass wir nach oben schauen können, dass wir aufgerichtet sind, dass unser ganzes Wesen sozusagen, schau mal, wenn die Mina da steht, ist quasi wie ein Pfeil, der in den Himmel zeigt. Okay, wir gehen nicht wie eine Schlange auf dem Boden. Deswegen ist die Schlange auch das Bild für das Böse, weil sie am Boden kriegt, weil sie so mit der Erde verbunden ist. Sie klebt quasi an der Erde. Schön, dass die wieder setzen. Also unser Glaube muss mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, aber der Kopf im Himmel. Und damit möchte ich schließen, liebe Schwestern und Brüder, Jesus sagt, meine Mutter und meine Brüder sind die, die meinen Willen tun. Und das ist das, worauf es ankommt. Wir dürfen und müssen uns immer wieder kritisieren lassen von Jesus und immer wieder neu ausrichten, immer wieder den Willen Gottes tun. Und da gibt es immer natürlich, auch heutzutage natürlich die Kritik, ja, es gibt in der Kirche so viele, die den Glauben gar nicht leben. Es gibt in der Kirche so viele, die eigentlich Christen sind, aber es gar nicht leben. Natürlich, das war von Anfang an klar, es gibt in der Kirche Menschen, auch in meinem Herzen gibt es Dinge, die nicht in diese Kirche gehören. Also quasi, die außerhalb dieser Kirche stehen. Und genauso gibt es natürlich außerhalb dieser Kirche Menschen, die eigentlich zur Kirche gehören, weil sie den Willen Gottes tun. Also es gibt, ich sage es nochmal, es gibt in der Kirche Menschen und in unserem Herzen Elemente, die nicht in Teil dieser Kirche sind. Und es gibt außerhalb der Kirche Menschen und Teile in den Herzen, die eigentlich zu dieser Kirche gehören. Und am besten ist es aber immer noch, wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, wenn wir in der Kirche sind, aus dem Glauben leben und auch den Willen Gottes tun. Und das muss immer wieder zusammenfinden. Das möge uns der Herr und Gott schenken. Gelobt sei Jesus Christus.